Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seine Produktion verdreifachen. Die Expansionspläne verhalfen der Aktie auf ein neues Rekordhoch. Alle Details dazu hat der Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Was plant Rheinmetall jetzt? Ja, neue Werke, eine höhere Produktion. Rheinmetall wird massiv alles eigentlich ausbauen. Und Grund ist natürlich der Ukraine-Krieg und die Gefahr durch Russland. Und man muss auch unabhängiger in Deutschland zum Beispiel werden von Partnern wie den USA. Auch in ganz Europa muss man da unabhängiger werden. Und da muss man eben deutlich aufs Gas drücken bei der Rüstungsproduktion. So will man zum Beispiel bis 2025 700.000 Artilleriegeschosse pro Jahr produzieren bei Rheinmetall. Werke in Spanien und Ungarn kommen und es wurde ja gerade eine neue Fabrik im niedersächsischen Unterlüß vorgestellt, auch mit dem Kanzler zusammen. Also da kommt einiges. Und der Aktienkurs kennt nur eine Richtung, noch weiter nach oben. Das ist wahr. Also wenn wir mal schauen, innerhalb der letzten 3 Jahre hat die Aktie um gut 56% zugelegt. Schauen wir sogar auf die letzten 5 Jahre, sind es über 320%. Das ist natürlich ein wahnsinniger Anstieg. Und Börsianer, die schauen ja immer gerne auf die Zukunft. Und da muss man sagen, die Auftragsbücher sind leider, muss man vielleicht auch in dem Zusammenhang sagen, total voll. Es wird weiterhin viel Rüstung gebraucht. Und in diesem Zusammenhang sieht die Zukunft wohl für Rheinmetall sehr gut aus. Renk ist ja gerade erst erfolgreich an die Börse gegangen. Gehören Rüstungsaktien ins Depot? Ja, Renk hatte ja erst im Oktober versucht, an die Börse zu gehen, spontan abgesagt. Und jetzt Anfang Februar ist man also aufs Parkett gekommen und das war ein erfolgreicher Börsengang. Da muss man sagen, Rüstung und vielleicht auch künstliche Intelligenz, das sind so gerade die großen Themen. Ob Rüstung aber ins Depot gehört, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man auf die Rendite guckt, muss man wahrscheinlich sagen, ja. Wenn man auf moralische Punkte schaut, muss das dann jeder für sich wissen. Ich würde da eher Nein sagen. Es wird ja oft über Nachhaltigkeit von Rüstungsaktien gesprochen. Was denkst du darüber? Ja, auch das ist eine schwierige Frage. Die Argumente sind ja, dass Nachhaltigkeit hergestellt wird, wenn man ein Gleichgewicht in der Welt herstellt. Also zu Russland stellt man ein Gleichgewicht her, falls Aggressionen kommen. Das wird als nachhaltig bezeichnet. Ich persönlich verstehe unter dem Begriff nachhaltig noch eher andere Dinge. Das heißt, für mich wird auch Rüstung in Zukunft nicht nachhaltig sein und ich würde da nicht investieren. Vielen Dank an den Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch.